Ali, das war ich. Und etwa. Und es gehört mit Secret of Mana 2. Der werte Herr Gustav. Gustav, geil ist gerade geil. Nee, nicht so wirklich. Er steckt in einer Zelle fest. Und wurde beschuldigt, seinen eigentlich besten Freund umgebracht zu haben. Kann man ins Menü gehen? Nee. Ich glaub, das sollst du nicht machen. Ja, ich kann nur Fragezeichen. Hast du dich gerade ein Stück nach unten geschoben, während du es angesprochen hast? Hallo, verdammt, lass mich raus. Jetzt muss ich hin und her laufen. Oh. Genau so ein Geräusch geben Gitter von sich, wenn wir dagegen rennen. Wie ein Bass-Test. Hallo, verdammt, lass mich raus. Bah! Was soll immer das war? Ich glaube, er hat dagegen geschlagen, das hat weh. So, jetzt hat sich wieder. Hallo. Ich werfe eine Blitzbombe gegen das Gitter. Ich habe gehört, das bringt viel. Verdammt, lass mich raus, wie auf der Nacht. Toll, jetzt kommt die daher. Nein, lass mich raus, lass mich drinnen lassen. Achso. Du bist ja hi. Du hast Adam nicht getötet, habe ich recht? Warum soll ich ihn denn töten? Das ist mein Freund. Du wirst das nie tun, ihr beide wart so gute Freunde. Ja, wir waren feste Freunde. Sag mir, wer hat das Adam angetan? Also, wenn er denkt an meine Worte. Was ist los, Gustav? Wer war es? Na, ich will nicht mit dir reden. Was sagst du denn nichts? Wenn ich mit dir reden will. Na, das kann ich sagen. Gustav, du könntest niemals. Ja, doch. Ja, geh. Geh, ist okay. Verdammt, kann ich jetzt bitte jemand lausrassen? Lausrassen? Lauslassen. Ja. Vielleicht ja jemand von der Liebesgilde. Genau. Oh, jetzt hat einer dagegen gepupst. Ja, so klingt's halt leider schon. Ah, du warst hinter der Wand, du Schlängelchen. Ich weiß, dass du es nicht warst. Hol mir dich hier raus. Warte, rotes Loch. Oh ja, rotes Loch, ja. Diese Dialoge. Gott, hör hinterher, Katzal. Oh, kleine Muschi, du. Ach, komm jetzt. Was? Er ist auch ein Katze. Ja, aber... Gustav, hinter der Wand konnte ich Isabella von der verfluchten Halskette sprechen hören. Ich denke, ich weiß, wie man den Bruch flächen kann. Den Fluch brechen kann. Reise zur heiligen Stadt Wendel und rede dort mit dem Priester des Lichts. Ja, yeah. Okay, Priester sind immer gut. Ich weiß, Wendel liegt weit weg von hier, aber sei unbesorgt. Ja, ja, du mich auch. Ich hatte hier die Stellung. Ja, ich weiß. So, kann ich jetzt gehen? Ja, okay. Okay, Raffi, danke. Kümmere dich um Jessica. Die hat, glaube ich, so positive, negative. Überlass das nur mir. Sei vorsichtig da draußen, Gustav. Ja, ja, ich immer. Gott, jetzt geh. Was tut noch so recht weh? Gustav flieht! Nein, tue ich gar nicht. Ich gehe spazieren. Viel Spaß. Moin, dunkler Ninja. Pa, 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 pa. So, wo muss ich denn hin? Hallo, kann mir jemand sagen? Oh, dunkler Ninja, komm, geh. Böser dunkler Ninja. Ohne Witz, stell dich beim Kämpfen gut an. Beim letzten Mal bist du draufgegangen. Ah. Oh, scheiße. Was macht denn ihr da oben? Hört auf zu tanzen, es ist nicht okay. Disco! Die kriegen sich nicht mehr ein. Oh mein Gott, der ist geflohen. Und er kam... Er war im Gefängnis und kam plötzlich aus dem Laden für Gegenstände. Hm. Wir müssen jetzt irgendwo hingehen, aber nicht da. Ich schätze mal, du musst einfach rauslaufen. Einfach nach Süden. So, einfach mal raus hier. So, ey, das ist eine Kiste. Oh, die Tür ist verschlossen. Ja, toll. Ist ja alles zu. Dann oben rauf auf das Gebäude und da rüber. Ja gut, da kommst du nur zu Raffi wieder. Hey, vielleicht hey, Raffi. Kann dir was verkaufen? Pass auf dich auf, Gustav. Ich kümmere mich um Jessica. Oh, das ist auch nicht verkehrt. Ja. Dann dürfen wir uns das Ganze nicht nochmal... müssen wir uns das... Und das war's mit dem alten Spielstand. Ja. Haben wir echt nicht mehr, Bro. Nein, wirklich nicht. Nein. So, das ist ja ein bisschen angenehmer. Jetzt kann man ja viel schöner gehen. Und falls sich jemand fragt, ja, die alten Aufnahmen existieren theoretisch noch. Theoretisch. Beziehungsweise sie existieren praktisch, aber... Naja, ihr wisst schon. Es ist immer so weiter im Weg. Ah, jetzt kommen auch noch wieder Gegner, das rieche ich.
und weggesunken. Ja. Ich habe so eine Angst vor mir, die verschwinden. Ne? Ja, das ist so weit weg. Wir bauen so eine blöde... Ich glaube, das ist das Vordertor. Ja, super. Mehrere Wege, die bei denen ins Lager reinführen. Das ist eine gute Idee. Hat jetzt aber Glück gehabt. Ich bin ein Ninja, ja? Nee, erstmal bist du Dieb. Hallo. Bonbon erhalten. Oh, ich habe ein Bonbon. Und wo soll ich jetzt halt hin, die Scheiße? Wieder weiter nach Süden? Ich komme hier nicht mehr aus dem scheiß Lager raus. In der Halle, wo du gerade warst, ist nach welche Süden. Halle? Die hier. Ach, da. Und draußen. Tada. Schnell, ich muss laufen. Adler. Mein Freund. Ihr werdet die vermissen. Ich schwöre eines Tages, kehre ich zurück und räche deinen Tod. Aber jetzt muss ich gehen. Die andere da. Pass auf dich auf, wenn ich fort bin. Und wehe fast, wehe du fest Nordland, dann bring ihn um. Er ist tot. Da wird, glaube ich, keiner mehr was machen. Außer vielleicht Isabella. Adlers Tod, neu im Bewusstsein, reist Gustav nach Wendel, um Jessicas Fluch zu brechen. Er konnte nicht ahnen, dass das Schicksal der Welt in seine Hände gelegt werden sollte. Oh Gott, wir sind halt verdammt. Das stand da nicht, aber es ist Tatsache. Das sang deiner gerade. Oh Gott. Ja, es war ein tolles Spiel. Ja, damit war's das. War eine schöne Geschichte. Irgendwann kommt ein Let's Play zum vierten Teil. Ich muss sagen, ich fand eigentlich ganz gut. Das Kampfsystem hat mir gefallen. Simpel, aber effektiv. Ja. Kurz, die Knopfbelegung hat anscheinend... Ach, ich weiß schon, was es bei dir wieder für ein Problem ist. Das hast wahrscheinlich wieder verdreht. Nein. Egal. Aber ja. Auch mit Schwierigkeiten haben wir das Spiel jetzt geschafft. Yep. Ja. Das mit den drei Charakteren, ja gut, muss ich euch ganz offen sagen, das mit dem Together... War ein Witz, ja. Eigentlich sind es jetzt die Anhänge mit den anderen Charakteren, um die Kurzgeschichte zu spielen. Ja, es gibt da so einen kleinen Anhang, so ein kleines Gebiet, wo man dann zu dritt spielen kann. Das werden wir dann in einem Anhang spielen und ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Festungsstadt, Jad. Nein, ich will nicht raus. Hey. Etwas stimmt hier nicht. Dann habe ich anders in Erinnerung. Hey, Wasser. Ja, ist okay. Jetzt. Das ist jetzt übrigens so die Abspannstadt. Das sind jetzt die ganzen Entwickler. Wir, die Krieger des Biestkönigreichs, kontrollieren nun diese Stadt. Steh uns nicht im Weg und dir wird nichts passieren. Die Biestmen haben den Hafen eingenommen. Ich befürchte, wir stecken hier Forest fest. Ah, nett, toll. Ja, gut. Ich geh da mal hier rein. Hallo. Ah, tanzen. Ah, oh, wer ist denn da? Hallo! Also Frau, ja, pfui Teufel, schnell weg! Was hast du vor, wenn ich geschlafen habe? Ja, gar nichts. Oh Gott, du blöde! Ah! Oh, du! Oh, du blöde Schnäpfe! Ja, ich wenn halte du. Mich im Auge. So mein Text. Ja, du hättest ihn wieder. Ja, das hat ja nicht deiner gesagt. Jupp. Ja. Aber was bist du für einer? Was ist? Du hast etwas Streit? Kampf, 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 los, kämpf! Was, du willst kämpfen? Ah, geleck mich am Arsch! Ah. Ich glaube, das war keine gute Idee. Oh, schade. Ist keine Sau interessiert. Ach, da ist einer totgeschlagen worden. Das ist jetzt vielleicht nicht so ganz die beste Idee. Ah, wo bin ich? Scheiße. Glückwunsch, du bist auf einen Lebenspunkt reduziert worden. Hallo! Bist du verrückt? Wenn du die Biesen in den Wüten machst, würden sie dich töten. Es sind ganz schöne Biests. Es ist kostenlos, solange diese Biesen hier sind. Hey! Ja. Das ist jetzt echt unwichtig. Das ist einfach nur, dass ich mich schlafen lege und wieder heile. So, gehe ich halt wieder ins Bett. Auch interessant, ne? Du wachst auf mit einem Lebenspunkt, legst dich nochmal hin und dann bist du plötzlich wieder geheilt. Tag. Ja, es war alles Arbeit, Teil meines Plans. Warum wolltest du nicht speichern? Ich hab doch. Nein, du hast weggedrückt. Alle. Musst du Nein sagen. Ja, ich will nicht. Ja, ich will speichern.
Was es mit dem kleinen Blumentopf da in der Ecke auf sich hat, werden wir später auch noch zeigen können. Leider momentan noch nicht. Und ich meinte den viereckigen, nicht den, wo schon eine Pflanze drin ist. Das ergibt Sinn. Ja. So, geh die Heilassen weg, du Arschloch. Erstmal Gegenstände kaufen gehen beim Laden mit der Lampe. Ach, was bist denn du für einer? Ja, du hast mich erschreckt! Bitte, niemand! Warum klickst du es weg? Ich hab nicht geklickt! Schau her! Dann eben. So, jetzt klicke ich nochmal. Bitte niemand sagen, dass ich hier bin! Oder irgendwas anderes! Jetzt nicht sehen, bitte! Okay, ist ja okay. Arschloch. Ah, hallo. Jetzt gehen wir aus dem Weg, du Arschloch. Geh ins Pub und geh erstmal ins Saufen. PUB. Ja. Hallo. Da ist ja gar keiner da. Da kann man ja gar keinen auf den Krieg einladen. Ach, leck mich am Arsch. Hör zu. Gut. Entweder kämpfen oder hör zu. Wenn er sagt, hör zu, dann gut. Ist okay. Lass zuhören. Ja, toll. Es ist denn das so ein Affe? Ja, mit denen solltest du dich nicht anlegen. Was willst du? Verschwinde! Ja, und das kleine Kind darf zu dir. Ja, ist ja wieder klar. Herr Beastmagic, ich find's nicht so toll. Puff. Erstmal ins Gesicht getreten. Kriegst du Baby. 10 Meter fliegt's. Das ist ein neuer Rekord. Na, geleck, ich will aus der scheiß Stadt hier raus. Mensch, der hat ja genauso lila Haare wie du. Früher dachte ich mir, immer wenn der Charakter so gelaufen ist von wegen... Bei dem Haus die Haare so hin und her, das ist doch total unrealistisch. Heute weiß ich, nee, das ist ganz normal. So, geh ich halt hier raus. Was willst du? Verschwinde! Ich will... Du bist so ein Arsch! Ja, was müsst... Was kann man denn da vielleicht nur machen, damit man da aus der Stadt rauskommt? Die töten. Nee. Hey, wen haben wir denn da? Das soll ein Scherz sein. Ein Waffenladen, der keine Waffen verkauft. Diese Biesmänner machen mich so wütend, aber ich kann es nicht alleine mit ihnen aufnehmen. Hast du diese Emotionen gespürt? Ja. Verdammt. Genau. Und was sind dann das für Waffen, die da liegen? Du Gib mir Ausstellungsstücke, die sind aus Holz. Na toll. Und wie man weiß, kann mit Holz nicht viel anfangen. Twilight Princess. Na, ich will wieder weg. Die Biesmänner haben den Haufen hergenommen. Ich fürchte, wir stecken hier erst nur fest. Das ist doch scheiße! Na komm, du weißt, was du machen musst. Nein, eigentlich kann ich nicht. Wir, die Krieger des Beastkriegers, kontrollieren nur diese Stadt. Steh uns nicht im Weg und dir wird nichts passieren. Ja, aber ich könnte keine Ahnung, wo ich hin muss. Die Beastmänner haben die spezielle Eigenschaft, dass sie sich in der Nacht verwandeln. Weiß ich irgendwoher. Okay. Ja, ich will über Nacht bleiben. Ja, ist okay. Im Übrigen, das ist eine Information, die bekommt man. Wenn man die richtige Person anspricht, die haben wir noch gerade nicht gefunden. Gut. Dass sie sich aber auch genau in das Bett daneben legen muss, wenn er gerade schon eine gewischt gekriegt hat. So, jetzt haben wir nämlich Nacht und in der Nacht passiert dem da oben nichts. Aber, wenn der Wärter Herr Gustav jetzt nach draußen geht, sind da plötzlich zwei Wölfe. Entschuldigung, ein Zombiefuchs. Natürlich, ein Beastman verwandelt sich in der Nacht natürlich in den Zombie-Fuchs, kein Wolf. Ah, wo dachte ich nur hin? Ich hab gewonnen. Bösen Typen, Arschlöcher. Oh, ein Strand. Hallo, ich kann nicht schwimmen. Kannst du woanders hin? Doch, Süden. Aber er wollte diesen schönen Strand mal zeigen. Ja, diesen Strand, der absolut keine weitere Bedeutung hat. Oh mein Gott. Geh bloß weg. Okay, geh doch bloß weg, du Popo. Du Ogo. Nein, du Ogo. Pogo. Ja, das ist ein Pogo. Also, das ist ein Ogo. Nein, das ist ein R1-Ogo. Und schwa! Nur 12. R1. So, ist da oben nicht. Nein, das ist einfach. Passt schon. Die atmen aber ziemlich schnell im Schlaf. Ach ja, Pogo-Puschler. Ich hab gehört, die sollen ziemlich tödlich sein. Referenz auf eine gewisse Secret Mana 1 Aufnahme, die unsere Zuschauer nie erreicht hat. Oder hat sie unsere Zuschauer? Nein, ich nicht. Das war die Testaufnahme, wo ich erstmal. Oh Gott. Oh mein Gott. Ein Pilzkopf. Okay, plus weg. Mit Herzchen, hast du gesehen? Die haben so Herzen, glaube ich, im Hut. Ja, das
siehst du, wie freundlich die sind. Alles, was Herzchen drauf hat, ist automatisch positiv, oder? Ja, aber es leuchtet so. Ja, das sind halt Neonherzen auf Pilzen. Ah, ich habe eine Kiste. Ja. Ich mag diese nett. Oh, Schattencluster. Ja. Ich will weggehen. Bringt nichts. Gott sei Dank sind wir noch am Anfang. Später werden diese Fallen echt bösartig. Ja, ich habe auch nicht so viel Glück bis jetzt noch. Ja, zu den Attributwerten werden wir dann auch mal kommen, sobald du deine erste Stufe aufsteigst. Was du auch tun solltest, aber ich weiß nicht, ob wir das in der Aufnahme machen. Also eine in der eine Aufnahme bekomme ich machen. So oder so. Ich bekomme hier eine. Ja, aber nicht, Doch. Ja, aber nicht dort die Geschichte. Willst nicht zur Seite gehen? Okay. Ja, ich meine ja nur, es könnte ja, ne? Also. Ah, ist das schöne Wasserfall. Ah, das ist echt. Ah, geleckt mich am Arsch, was war das? Nochmal. Ah. Magisch versiegelt. Ah, magisch versiegelt. Nein, Arschloch. Ich gebe nur dezente Hinweise, damit nicht was passiert, was mir schon oft passiert, ist von wegen, ja, ich weiß ja, dass das passiert, ich weiß ja, dass das passiert und dann kommt irgendwann der Kommentar, ach stimmt, ich habe komplett vergessen, da passiert nur noch das und das. Und dann so nachträglich zu erzählen, ach übrigens wäre da das und das passiert, wenn ich das und das gemacht hätte, aber ich bin einfach durchgelaufen, ist ein bisschen blöd in dem Display. Hey, der hat ja drei Bettchen im Hinterzimmer. Betten. Ich mag diese Bezüge zu Testaufnahmen. In einem Gast ist es total ungewöhnlich, dass drei Betten stehen. Finde ich auch. Aber ein Tisch mit vier Stühlen. Ja, der alte Sack muss ja auch irgendwo essen, oder? Ich muss irgendwo essen, aber nirgendwo schlafen. Kennt man doch. Immer diese Gastwirte, die in ihren eigenen Unterbringungen schlafen. Ah. Hallo, bist du der Kerl? Niemand will mir glauben, aber ich bin mir sicher, es gesehen zu haben. Ein seltsames Licht flog über den See. Vielleicht sehen wir es heute Nacht noch einmal. Ja, toll. Nix, nicht nix. Ab zum Waffenladen. Hallo, hast du Waffen? Willkommen. Gut. Ja, der würde dir sowas bringen. Für nur 90... Look. Look oder Lück? Ja, ich weiß nicht, ob ich die schon nehmen soll. Warum nicht? So gut wie du triffst. Auf Wiedersehen. So, jetzt kann man zumindest mal einen Teil dieses Menüs zeigen. Das hat insgesamt 9 Seiten. Ja. Ich muss erstmal das Richtige finden. Ja, du bist perfekt alle abgegangen, die es nicht sind. Gut. Aber ich dachte mir gerade, willst du das Menü komplett zeigen? Oder weißt du gerade wirklich nicht, wo du hin willst? Ja, gehen wir es mal durch. Okay. Also. Fangen von hier an. Hier haben wir die Sammlung der Fähigkeiten, die wir dazu bekommen. Ergo, für Magier sind es halt Zauber. Und in dem Spiel gibt es halt verschiedene Charaktere, Charakterausprägungen, sag ich jetzt mal dabei noch. Und ja, je nachdem, was sie halt an Fähigkeiten kriegen. Also man muss dazu sagen, nicht jeder Charakter kriegt hier die kompletten Säulen voll. Es gibt halt nur einzelne Charaktervarianten, die dann halt so viele Zauber kriegen, aber das gilt halt nicht für alle. Es ist einfach nur das, worauf gezeigt wird, was man für Fähigkeiten hat. Das sind halt die Zauber und hier auf der Seite sehen wir diesen Rückschlag. Das ist halt quasi die Spezialattacke, wenn It vorher viermal zugeschlagen hat. Dann haben wir unten ja gesehen, dass diese Streifen sich gefüllt haben. Wenn die voll sind, dann kann It vorher einen anderen Knopf drücken, der da... Der untere Knopf ist. Und dann führt er einen Spezialangriff aus der... Es müsste ringen, da müsste das... Technik, genau, B. Es ist B, natürlich B, wusste ich ja. Ja, Tastenbelegungen, schätze mal, kann man hier auch... Ja, ich glaube, man kann es ändern. So viel dazu, dann... Nee. Okay. Ja gut, dann haben wir hier die Ausrüstung, hat vorher gerade schon gezeigt, wie man neue Gegenstände auswählt. Man wählt zuerst oben aus der Liste den jeweiligen Gegenstand, aus dem man verändern möchte und dann halt aus der Liste das, was man haben möchte. Und links oben halt noch die entsprechenden Fähigkeiten. Hier kann man die Gegenstände in das Banner sehen. Ich meine, das hast du schon mal hattest, oder? Nee, da kann man zu die sehen, wo
anderen dann haben. Sollte man da Gegenstände hin und her schieben zwischen den Charakteren? Keine Ahnung. Sehen wir dann später mal. Man muss dazu sagen, wir haben das Menü jetzt nicht so häufig in der Vergangenheit genutzt. Ja gut, das hier ist selbst erklärt. Wobei, das ist ja eigentlich wichtig. Eigentlich muss man das ja schon noch machen. Natürlich wieder unsere Fenster. Unsere Fensterhintergründe ändern. Mensch. Rosa Holz. Schön. Dann haben wir eins runter. Haben wir hier die. Ja, wie gesagt. Ja. Da haben wir die Taktikeinstellung. Brauchen wir, wenn wir zu dritt spielen, natürlich nicht. Aber da könnte man halt für die drei Charaktere, die wir haben, einstellen, wie sie sich verhalten sollen. Also, wenn sie computergesteuert werden, dass sie zum Beispiel selbstständig agieren sollen, dass sie den Gegner angreifen sollen, den man selber angreift, dass sie den Gegner angreifen sollen, der am nächsten bei ihnen ist oder am weitesten entfernt ist. Und man kann ihnen auch sagen, welche Spezialtechniken einsetzen sollen oder ob sie überhaupt Techniken einsetzen sollen. Weil bei manchen Charakteren kann es halt durchaus sein, dass diese Fähigkeiten dann nicht ganz so brauchbar sind. Jo. Und ja, hier sind so Speicherstände, warum auch immer die im Menü sind. Dann haben wir hier noch ja, im Prinzip die ganzen Werte. Hier sehen wir schon die ganzen Attributwerte, die wir erhöhen können. Jedes Mal, wenn wir eine Stufe aufsteigen, können wir einen dieser Werte um 1 erhöhen. Was die jeweils bringen, denke ich mal, klären wir dann, wenn wir einen Stufenanstieg haben. Obwohl sich es eigentlich von selber Stärke ist. Kraft, Agilität ist Beweglichkeit, Vitalität ist Gesundheit, Intelligenz. Geist war Mana und Glück war wie mit diesem Roulette, was man da gerade gesehen hat. Und kritische Treffer. Ja, wobei Agilität war wie schnell du deine Waffen wieder einsetzen kannst, sowas. Ja, Erfahrung, denke ich mal, ist selbsterklärend. Der obere Wert ist halt, wie viel Erfahrung hat man generell gesammelt. Der untere Wert, wie viel braucht man bis zur nächsten Stufe. Und das bezüglich dem Dieb, Waldläufer und Ninja. Ja gut, kann man an der Stelle ja schon mal... Noch. Also generell, es gibt halt in dem Spiel verschiedene Klassen in dem Sinne. Und bis wir da was verändern können, das wird noch eine ganze Weile dauern. Aber da hat halt jeder Charakter so zwei Richtungen, die er gehen kann, grundlegend. Da werden wir aber jetzt nicht alle Klassen erklären. Nee. Aber ja, wir wissen zumindest schon mal, in welche Richtung wir gehen. Und hier würde man ansonsten die anderen sehen. Ja, genau. Da kann halt jeder dann selber ins Menü gehen und sieht halt dann seine Einstellungen. Was jetzt vielleicht nicht das allerbeste. Ja, wobei, nee, man konnte auch im Menü dann, glaube ich, zwischen den Charakteren hin und her wechseln. Ja. Aber es konnte halt immer nur der steuern, der es gerade aufgerufen hat. So. Hallo. Du kommst aus der Warte, ja? Ich habe viele schlimme Gerüchte über diesen Ort gehört. Du bist mir unsympathisch. Vielleicht haben sie nur die Reichen bestohlen, aber mittlerweile ist ihnen fast alles zuzutrauen. Außerdem sollen sie ihre Armee aufgestockt haben und mehr Raubzüge ausüben. Was haben die vor? Das hast du alles gehört, ja? Mit deinen schlaffen Ohren würde ich auch alles hören. Na toll, das ist ein alter Sack. Ah, den glaube ich jetzt aus von hinten. Überall im Land sind silberne und goldene Statuen der Göttin verstreut. Dort speicherst du dein Spiel. Die goldenen Statuen frischen zusätzlich deine HP und MP auf. Was ist Speichern? Was ist los? Was ist dein Spiel? Ich wollte nicht ausschreiben. Was sind HP und MP? Ja, genau, das wäre auch mein Speicher. Warum weiß ich das? Mein Gott! Er ist krank, tötet ihn. Ich glaube, ich bin verrückt geworden. Nein! Springt ins Wasser und ist nie wieder gesehen worden. Yes! Geh doch schlafen! Geh nachts noch mal zum Typen. Ja, zum Speichern. Speichern habe ich doch schon. Dann gehen in. Oder, wobei, weiß nicht, wie sieht's mit Rüstung? Eine Gegenstände. Vielleicht willst du ein paar Bonbons kaufen. Bonbons. Hallo! Willkommen. Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass Händler in Secret of Mana immer diese Bewegung machen müssen? Ja, die wollen auch ein bisschen abtänzen. Du willst erstmal dein komplettes Geld in Süßigkeiten investieren. Gutes Vorbild. Oh ja. Guten Tag, der Herr. Was kann ich für Sie tun? Bonbons. Ich will fucking Bonbons. Ich will Karies. Ich stell dir jetzt mal vor, wie in so einem typischen Laden. Gehst da rein und da haben die halt einfach so eine Schüssel an Bonbons. Und du gehst da halt rein als so ein Dieb und dann fragt er, was wollen Sie? Die hier. Alle. Und da ist einfach so in diese Schüssel rein. Das sind diese kleinen Bonbons in der Faust. Das sagst du ganz ernst, die hier. Und noch ein Lutscher. Und noch ein Lutscher.
Wofür brauchen Sie das? Ich muss überleben. Was meinen Sie mit überleben? Das sind doch nur Bonbons. Die heilen mir 100 Lebenspunkte. Das sind einfach nur kleine Zuckerkugeln, die relativ gut schmecken. Wir haben hier auch noch Brot. Ich will Bonbons, die helfen beim Überleben. Aber unser Brot schmeckt auch sehr lecker, das bringt mir aber keine Lebenspunkte. Aber das ist doch viel nahrhafter als Bonbons. Das wirkt aber nicht. Das ergibt keinen Sinn. Das habe ich auch nicht behauptet. Du ergibst keinen Sinn. So könnte man auch argumentieren, aber vor allem habe ich dahin viel zu ernst gesprochen gerade. Ah, guck mal, was ist das für eine? Hallo. Ist uns ja gerade noch nicht erklärt worden. Hallo. Nein, überhaupt nicht. Warum kann ich dich nicht ansprechen? Weil du sie von vorne ansprechen musst. Von der Seite denken die sich, nö. Was willst du von mir? Oh, hey. Von der Seite ansprechen, nö, nö, nö. Ah, hallo. Geht doch. Ja, ja. Die Göttin mit den Flügeln und dem Ast in der Hand. Das ist ein Stock. Yeah. So sieht die Welt aus. Flatsch. Das war's. Ja, die Zeiten von Secret of Mana 1, wo man sich noch realistischerweise mit Kanonen über die Welt bewegt hat. Warum soll man den Schiffe oder sonst irgendwas nehmen? Kanonen gehen doch gerade so. Bring alle um. Jetzt dürfen es dann eh gleich soweit sein, ne? Ja, eigentlich müsste es gleich piepsen. Hallo! Nein, dann halt nicht. Der will nicht mit dir reden, schau ihn dir doch mal an. So, dann. Gehen wir weiter! Boko! Ja. Gewonnen! Oh, Kiste. Bitte nochmal Roulette. Ich weiß noch, wo es später dann der Fall war, dass wir teilweise absichtlich das Schlechte haben wollten. Oh ja. Nur um dann fürchterlich Schaden hinzunehmen. Der sagt dasselbe wie. Ja, das ist der. Ja, das ist. Ja, ich einmal her. Der jetzt teleportiert. Oh Gott, die gehen durch den Wald, ich lauf schnell übers Wasser. Dann einfach so. Pschum, ist er hier drüben. Tja, dann. Was könntest du jetzt noch machen müssen? Ich muss irgendwo zu einem Wasser hin. Na. Fast. Vorsicht. Du weißt schon wieder jeder, was er tun soll. Weil es dir gerade gesagt wurde. Weil wir zuhören und auch lesen. Ja, komisches Wasser in der Nacht. Du hast es doch schon. Also, nein. Willst du wieder schlafen? Ja. Ja. Dann musst du aufstehen. In der Nacht? Aber ich kann nicht mehr schlafen, ich habe kein Geld. Du kriegst ja ein bisschen Geld, wenn du die jetzt hier alle verprügelst. Ja, yeah, Kinder prügeln. Kinder? Frau Schulz. Ja. Jeder darf sich das vorstellen, was er will. Nein. Nicht in dem Fall. Arschloch. Gerne. Pow, 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 pow. What? What? Level! So, ja, ob gut. Ob ich jetzt richtig nehme oder nicht? Zeig mir gleich die Agilität. Bitte nicht. Okay, ich nehme natürlich Agilität. Ist dir überlassen. Also. Ja, am Anfang, dass ich ein bisschen schneller zuschlagen kann. Ja, okay. Ist es dein Charakter? Wie war es damals schon bei Borderlands? Ist es dein Charakter? Kannst du machen, was du willst? Nimmst du all die Fähigkeiten nur mit einem? Wo ist deine? Mach doch. Fuck! Come on, come on, come on, come on, come on, Glück. Give Gas! Warum hat Gas bei dir eigentlich immer noch was mit Furzen zu tun? Ja. Weiß ich sonst auch nicht. Wo ist eigentlich diese Scheißkiste, die scheiß Dorfnummer gewesen? Im Süden. Unten. Deine Orientierungssinn ist. Ich dachte, meine Orientierungssinn ist so scheiße. Finde ich sie doch viel schlimmer. Sollen wir dir einen Kompass hier an den Bildschirm pappen? Ja. Bei dessen Nadel natürlich festgehalten wird, weil ansonsten funktioniert das auch nicht. Ja, das wäre vielleicht ganz praktisch gewesen, danke. Hallo! Willst du über Nacht bleiben? Ja. Siehst du, jetzt hast du wieder Geld. Gut, ich will jetzt schlafen. Ist im Übrigen das. Ausflug, ja. Das komplizierteste Hotel überhaupt. Warum? Bei den anderen kannst du einfach sagen, ja, ich will schlafen, der geht automatisch hin. In dem Fall musst du jetzt erstmal selber ins Hinterzimmer gehen. Ja, und ich schlaf, oder? Ihr Teil. Musst hier denken.
ist so ein kleines Licht und plötzlich ist alles... das ist Nebel. Ich weiß ja nicht, ich hätte irgendwie Panik als Dorfbewohner. Oder dass der Hund vielleicht reagiert, aber der interessiert sich gar nicht für die Lichtkugel, die dahinter eben bewegt sich alle nicht mal. Oh Gott, eine Lichtkugel. Bewegen wir uns nicht, dann denkt sie vielleicht, wir sind tot. Ja, genau. Ah, geh, leck mich am Arsch. Kann man jemand dieses Scheißlicht ausmachen? Ah, was? Ah. Hallo, dieses Licht ist zu hell. Geht doch. Dann lauf raus. Erstmal wieder. Na, endlich ist es aus. Wieder hinlegen. Hey, hast du das gerade Licht gesehen? Hallo. Arschloch. Sollte es vielleicht unter ihm stehen, wenn du mit ihm reden willst, aber... Ja, geh leck. Ja, du blöde Kugel. Ey, hallo. Lauf hinterher. Ich werde dafür, dass wir jetzt erstmal die Folge beenden. Wir haben wieder eine halbe Stunde voll. Okay. Gut, ich bleib hier stehen. Ich weiß nicht, ich fände es bei dem Projekt irgendwie gescheit, wenn wir halbstündliche machen. Ja. Das Licht ist gar nicht erschienen. Dann leg er noch gescheit eines Tages Licht ins Bild. Und wir werden alle vernichtet. Oh, da ist Licht vorbeigeflogen. Ja, dann ist ja alles gut. Außer, dass die Welt untergeht. Okay, beenden wir hier die Folge. Wir werden alle sterben. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Fängt sie auch an, sich zu drehen. Ja gut, tu die. Gut, dann... was es mit diesem Licht auf sich hat, sehen wir beim nächsten Mal wieder bei Secret Mana 2. Ich bin Xi. Ed Fuhl. Und wir sind Trolli. Bis dann, Leute. Ciao. Guten Tag. Der langweilt sich schon. Ciao.